Für unseren Frühlingsquark brauchen wir natürlich erstmal Quark. Da habe ich hier 500 Gramm 20%igen Quark genommen. Ihr könnt auch weniger oder mehr Fett nehmen, je nachdem, was ihr mögt. Dann habe ich hier Joghurt, davon kommen auch nochmal so 100 Milliliter rein. Und dann natürlich Kräuter. Kräuter nehme ich Petersilie, Basilikum, Dill und Schnittlauch. Wenn ihr was anderes mögt, macht ihr das einfach mit rein. Dazu kommt noch ein ganz bisschen Knoblauch. Da reibe ich hier ganz fein so ein bisschen was von der Schote ab, von der Knoblauchzehe ab, ein Viertel vielleicht. Ein Spritzer Limette, um die ganze Sache aufzupeppen. Und natürlich Salz, Pfeffer, um die Konsistenz hinterher richtig hinzukriegen, kommt dann auch noch ein bisschen Olivenöl rein. Das mische ich alles schön zusammen, geht dann in den Kühlschrank und dann gibt es das einfach so zur Stulle oder zur Kartoffel. Super lecker, ganz frisch, toll, die Kräuter kommen richtig gut raus, genauso will ich das haben. Fehlt noch eine Spur Salz, das mache ich gleich noch nach, aber ansonsten ideal für jede Party, ganz toll als Dip für Brot oder auch super zu Gemüse. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und probiert das mal aus, lohnt sich auf jeden Fall, ist ja ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis bald, euer Olli.